Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Unity. Ja Leute, wir sind letztes Mal per Schnellreise hier zu unserem kleinen Aussichtspunkt gereist, wollten uns jetzt zur nächsten Hauptmission hier stellen. Ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Hier haben wir noch eine kleine Koop-Mission, die werden wir auch noch machen. Wie gesagt, ich warte, es tut mir echt leid Leute, dass ich das jedes Mal wieder erzählen muss, aber ich warte auf einen Kumpel von mir, der es gerne mit mir machen wollte, aber irgendwie kommt der einfach nicht in die Hufe. Vielleicht seid ihr auch ihr so frei und sagt, ihr möchtet mit mir gerne Koop zusammen zocken, dann können wir das natürlich auch gerne in Angriff nehmen und auch mal zu zweit gemeinsam mit mir hier in einem neuen Let's Play zusammen in einer Koop-Mission auftreten. Aber zunächst wollen wir uns erstmal unserer lieben Elise widmen, der Sequenz 12 Erinnerung 2. Rospier wurde festgenommen. Findet ihn und bringt ihn dazu, Gemmas Versteck zu verraten. Das werden wir natürlich gerne tun. Was hat denn die Frau gerade im Hintergrund gemacht? Einen kleinen Breakdance? Seltsam. Ich erhielt deine Nachricht. Was geht vor? Vielleicht haben wir Rospier zu sehr diskreditiert. Was ist geschehen? Er wurde verhaftet. Was? Er machte vage Drohungen wegen einer Säuberungsaktion gegen Staatsfeinde und das Komitee wendete sich gegen ihn. Sie bringen ihn ins Luxemburg-Gefängnis. Seine Hinrichtung ist für den Morgen anberaumt. Dann sollten wir besser schnell zu ihm. Das ist natürlich gar nicht gut, dass unser Ziel hingerichtet werden soll. Aber zunächst, bevor wir zu unserem Ziel gehen, werden wir erstmal eine kleine Runde shoppen. Weil, wie ihr vielleicht schon mal bemerkt habt, habe ich das öfter das Problem, dass ja mir Verbrauchsmaterialien wie Rauchbomben... Wahrscheinlich ist auch meine Munition schon wieder leer. Die ist nämlich chronisch leer. Geldbeutel brauche ich nicht auch für Munition. Natürlich ist die leer. Wie denn auch sonst? Natürlich muss die leer sein. Ich verbrate hier mal alles, was ich habe. Das ist immer so richtig schlimm bei mir. Phantomklinge voll machen. Kostet zwar ein bisschen zaster, aber wir haben es ja dicke 60.000. Mensch, so viel Geld hat man in den letzten 200.000 Jahre schon nicht mehr. So, jetzt müssen wir noch schnell hier Pistole durchladen. Ach, die ist sogar schon durchgeladen. Mensch. Was für eine Vorbereitung. Jetzt müssen wir nur unsere Arsch hinter Elise herbewegen. Was war das denn gerade? Wollte nicht auf den Tisch tanzen und ist deshalb runtergesprungen? Also wirklich, russische Hochzeit, Leute. Wir tanzen immer auf den Tischen. Elise, sei noch nicht so schnell. Ich bin noch ein alter Mann. Ich kann noch nicht mehr so schnell laufen. Vor allem nicht mit einer schwulen Verkleidung. Wohin rennst du? Hä? Die ist ja verwirrend. Rennt erst zurück, dann wieder her, dann wieder zurück. Nee. Frauen, die wissen aber auch nie, was sie wollen. Robespierre ist Eskorte. Verdammt, wenn er entkommen ist. Nur keine Pan. Ach, der wird schon hier entkommen sein. Dafür sorgen wir, Robespierre. Ich hatte einen Rauchbaum auf den Boden geworfen. Na, herzlich, Mühlstrumpf. Das war. Ja, das ist natürlich super genial, einen Rauchbaum auf den Boden zu schmeißen. Hey, soll ich dir einen schönen Laternen? Du! Ja, genau du! Bleib stehen! Ja, ich. Genau ich. Oh, wie ist das denn passiert? Aufgabe abgeschlossen, das Gebiet wurde untersucht. So, da sind noch Feinde der Kirche. Ja, das ist wirklich schlecht. Da habt ihr recht, Leute. Dass ihr da von alleine drauf gekommen seid, das ist natürlich echt erstaunlich. Ja, der Mörder ist ganz... Warum habt ihr mich gesehen? Ich hab mich extra hinter versteckt und dann sieht er mich hier einfach. Ach, das ist ja easy. Ich dachte, das ist ja richtig Hardcore-Kills hier, aber nein. Natürlich nicht so. Rospier befindet sich hier in der Nebengasse? Nee, das ist doch Napoleon bestimmt. Bist du... Nee, bist nicht Rospier. Was ist hier geschehen? Wir wurden überfallen. Truppen der Pariser Kommune greifen uns auf dem Weg an. Sie wollten die Gefangenen befreien. Haben Sie Robespierre? Ich weiß es nicht. Ich wurde im Kampf verletzt. Sie zogen sich dorthin zurück. Ah. Merci. Geht und sucht euch einen Arzt. Oh. Wenn Sie ihn noch haben, bringen Sie ihn bestimmt ins Luxemburg-Gefängnis. Doch wenn nicht, müssen Sie sich in der Nähe verschanzt haben. Sie kämen nicht weit, wenn sich die halbe Stadt gegen Robespierre auflehnt. Ich gehe zum Gefängnis. Du folgst den Aufständen, sieh, ob du eine Spur findest. Gut. Leute, darf ich einmal raten, wetten, der ist bestimmt in, noch nicht entkommen, sondern ist noch nicht auf dem Weg in Gefängnis, sondern verbarrikadiert sich hier irgendwo. Und ich darf jetzt hier irgendwie einen Weg finden, dass die Typen hier aufzuspüren. Überlebender? Der lebt doch nicht mehr. Das ist ein Leichenhaufen, Mensch, Leute, es sind doch keine Überlebenden hier. Oh doch, der zuckt noch, der zuckt noch. Nee, der ist auch tot. Aber der hier in der Nebengasse, der scheint noch ein wenig zu zucken. Hallöchen, Freunden. Wo sind Sie hin? Ach, du gleich dran vorbeigerannt. Hallo. Sie sind da entlang. Die Richtung. Die Richtung. Sind Sie sicher, dass Sie diese Richtung gegangen sind? Dann wollen wir auch in der Richtung einmal nachschauen. Mal sehen, was sich hier verbirgt.
Und wie wir sehen wir nichts. Oh doch, wir sehen was. Überlebende. Ah, hinter uns, gleich falsche Richtung, Leute. Natürlich, hier müssen wir hin. So, dann wollen wir mit ihm kurz quatschen. So, wo ist da hinten Robespierre? Ah, da ist er. Oh, er flüchtet. So, natürlich nicht, mein Freund. Natürlich nicht so, mein Freund. Der möchte hier stiften gehen, also wirklich. Wie komme ich jetzt hinter ihm ran? Scheiße, soll ich ihn töten? Die Robespierre verfolgen. Ich soll ihn gar nicht töten. Ich wollte jetzt über den Haufen springen. Aber dann halt eben nicht. So, ich verfolge ihn jetzt. Hoppala, das war natürlich jetzt nicht mein Ziel, dass ich ihn töte. Hehe, scheiße. Mann, so eine Kacke, da habe ich ihn versehentlich abgestochen, aber das war gar nicht beabsichtigt. Ja, Leute, da war die Klinge schneller gezückt als alles andere. Was machst du denn da, mein Freund? Was machst du denn da? Willst du jetzt hier auf dem Dach umhangeln oder wie? Ja, ich kann das nicht machen, weil er nicht loslässt. Loslassen. Und hier der Robespierre hinterher. So, aus dem Weg, Freunde. Aus dem Weg. Robespierre muss irgendwo da hinten sein. Die Distanz zum Ziel müssen wir auf jeden Fall verringern. Der muss sich ja hier irgendwo aufhalten. So, hier ab durch die Tür. Da bin ich auch schon lang gerannt. Aber das war ein gewaltiger Schuss in den Ofen. So, wo ist der? Da komme ich nicht dran vorbei. Obwohl, doch, die kämpfen gerade. Da müsste ich jetzt in aller Seelenruhe sogar vorbeikommen. So. Alter Schwede, wieso habe ich den nicht mal auf der Karte? Stattdessen habe ich nur so kleine Missionspünktlein, wo ich ungefähr hin muss. Ja. Und wo muss ich jetzt genau hin? Hier ist ein Galgen. Nee, ein Weg nach oben ist hier, kein Galgen. Aber wo soll ich denn hier hin? Ich soll mich nicht in einen Kampf verwickeln lassen, aber wo ist denn Robespierre hin? Ich verfolge hier einfach diesen Missionsprogramm, wo genau ich hin muss, habe ich ehrlich gesagt gerade gar keine Ahnung. Das ist schon ein wenig verwirrend, wenn man nicht weiß, wo sein Ziel ist. An den Leuten muss ich vorbei. Oh, das wird schwierig, aber zum Glück haben wir ja ein paar Rauchbomben. So, damit bin ich die auch los und kann gleich weiter sprinten. Also, das läuft ja heute richtig gut hier, unauffällig verhalten und so. Besser kann es auch gar nicht laufen. So, die nächsten Truppen müssten hier wahrscheinlich auch wieder irgendwo in der Nähe sein. So, wo soll ich hin? Ich muss wahrscheinlich da irgendwo hin. Da kämpfen sie zumindest. Ich habe mich noch nicht in den Kampf verwickeln lassen. Die beiden sind noch eindeutig da. Seid ihr hier. Die Kommune steht hinter euch. Danke, Sergeant. Eure Treue ist ehrenhaft. Geht besser hinein, Sir. Die Soldaten des Konvents kommen bald. Ja, natürlich. Ich begebe mich in eure fähigen Hände. Wir verlautbaren, dass die revolutionäre Kommune... Die sich ja, wenn er mal eine Ahnung hätte, seine fähigen Hände, deren fähigen Hände werden ihn leider nicht beschützen können. Vor allem nicht vor so einem Profi wie uns. Aber wie komme ich da jetzt am besten rein? Am allerbesten randaliere ich jetzt erstmal, indem ich hier ein wenig Leute töte. Berserkerfall, würde ich mal sagen. Würdest du bitte einfach anvisieren? Hallo, warum schießt der denn nicht? Hauptsache, er schießt mit dem Berserkerfall nicht, weil er irgendwie einen Ausrast hat oder so eine Scheiße. So, den haben wir ausgeschaltet. Die sind hinter uns her, aber die wissen nicht genau, wo wir sind. Oh nein, toll. Und der Typ ist auch noch gleich so eine Elite hier. So, einmal bitte voll heilen. Und ja, zack. So viel zum Thema fähige Hände hier. Oh, Mann. Könntest du bitte die Rauchbombe nochmal schmeißen, nicht aus dem Staub machen? Ich brauche ein Versteck. Wo kann ich hin? Bleib einfach hier. Mann. Los, lauf doch, Mann. Lauf. Wie entkommst du? Oh, Mann, bist du behindert? Statt dass er einfach in diesen Heuwagen reinspringt. Nein. Er rennt erstmal am Heuwagen vorbei und ja, dann erwischen die uns auch noch. Eieiei, jetzt verpiss dich endlich nach oben und rauf übers Dach. Los, weg. Aufs Dach rauf, Junge. Aufs Dach. Weiter. Los. Hoch da. Ja, du findest mich nicht. Du kannst nicht mal aufs Dach klettern, du kleiner Hammel. So viel dazu. Er findet mich. Er hat mich ja sehr gut gefunden, nämlich gar nicht.
So, wer sieht mich da jetzt? Sie können mich gar nicht sehen. Können Sie mit ein Stück runterlassen, damit ich da... Ist da ein Stückchen zu viel, mein Freund? Aber naja, gut. Soll mir recht sein, so komme ich wenigstens ein bisschen noch dran vorbei. Da bist du ja! Ist wieder ein Stückchen zu viel. Zu langsam! Träge mich! Was war das? Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Das konnte natürlich nicht funktionieren. Da haben die mich eiskalt vom Dach runtergeschossen. So Leute, da sind wir wieder. Ein neuer Versuch. Diesmal vielleicht ein bisschen intelligenter vorgehen. Ich weiß auch nicht, ich baue immer so ein zwei Versuche, bis ich so eine Mission richtig schaffe. Weil beim ersten Mal denke ich mir einfach so, like a Boss, Alter, Profi-Assassine, Mensch, uns kann doch sowieso niemand stoppen. Aber im Nachhinein stelle ich dann fest, ja scheiße, so geil sind wir gar nicht, uns kann doch jeder Vollidiot stoppen. So, erstmal die Phantomklinge. Zack. Er kommt jetzt zu mir, wird dann wahrscheinlich durch unsere Hand noch sterben. Er kommt dann zu mir und wird durch unsere Hand... Jetzt kommt er nicht her. Das ist doch wohl nicht wahr. Seltsam. Ja. So. Der ist auch hinüber. So, die beiden möchten ein gemeinsames Spiel spielen, das nennt sich Randale Paul. Wieso schießt der denn nicht? Ist das Ding nicht nachgeladen? Das ist ja wohl nicht wahr. Könntest du bitte jetzt einmal aufhören, in Deckung zu gehen und den Typen abknoten? Geht doch. Warum nicht gleich so? Warum denn nicht gleich so? So, jetzt müssen wir mal schauen, wo sind denn hier noch Wachen unterwegs? Da sind noch welche, da sind auch noch welche. Und da ist die dämliche Alarmglocke, die wir ausschalten müssen. So, dann können wir hier erstmal die Alarmglocke sabotieren. Du verlierst dein Tempo, toter Mann. So, einmal ab in den Schrank rein. Könntest du bitte in den Schrank reingehen? Oh, sehr gut. Genau vor seiner Nase verschwunden. Und das haben die nicht bemerkt. Ja, besser kann es auch gar nicht gehen. Da vorne kämpfen sie immer noch. Da sollten die dann gleich wahrscheinlich hinrennen, um die Kollegen im Kampf zu unterstützen. Aber ich weiß auch gar nicht, wo die jetzt ehrlich gesagt hergekommen sind. Ah, da oben, da. Oh Gott, die sind überall wach. Das ist gar nicht gut. Wie soll ich die denn ausschalten? Aber am besten kann ich auch darauf klettern und mir die Leute gleich direkt krallen. Ja, das dürften die gar nicht mitbekommen eigentlich, oder? Also theoretisch gesehen wäre das eigentlich der ideale Plan, da jetzt rauszukommen. Dann hier lang zu schleichen. Und den nächsten hier gleich auszuschalten. Was zum Teufel? So, der hat mich nicht gesehen. Und der wird mich hier gleich auch nicht sehen. Der ist jetzt auch ausgeschaltet. Dann sind nur noch die Leute auf den Dächern übrig. Und das sind leider auch noch ein, zwei Typen. Müssen wir mal schauen. Da oben ist auf jeden Fall einer. Den werde ich jetzt auch einfach runterknüppeln, glaube ich. So. Wie mache ich das am besten? Der kann mich da nicht sehen. Vielleicht kann ich ja von unten ranklettern und ihn runterziehen. Nein, der sieht mich natürlich. Antirevolutionärer Bastard! Du kannst mich doch gar nicht sehen, du Idiot. Oh, oh, warum sieht mich denn jemand? Hallo, mich kann doch gar keiner sehen. Wer hat mich denn da jetzt bitte sehr gesehen von den ganzen Leuten? Der kann mich doch gar nicht gesehen haben. Auf der Kante bin ich gar nicht in seinem Sichtfeld. Ich stehe genau in der Mauer drin. Also, da kann mir das Spiel jetzt beim besten Willen nicht erzählen. Nee, das kann das Spiel mir nicht erzählen. Aber weißt du, was ich machen kann? So. Das kann mir das Spiel erzählen. Dass ich dem Typen gerade voll in die Fresse geschossen habe. An den kommen ich nicht. Oh, das sind da viele. Das sind ja richtig viele Leute. Vielleicht sollte ich versuchen, über diese kleine Verbindung darüber zu klettern. Und dann irgendwo da reinzukommen. Das wäre vielleicht, glaube ich, die sinnvollste Lösung. So, dann können wir nämlich hier ein wenig langhangen. Da sind irgendwo Leute, die mich vom Boden aus sehen könnten. Eher nicht so. Aber der vom Balkon aus, die können mich definitiv sehen, die Leute vom Balkon. Oh, oh, wer hat mich da gerade gesehen? Wer hat sich da angemaßt, einen Assassin sehen zu wollen? So, und ab, rein, 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 rein. Oh, es hat geklappt, wir sind drin. Wie geil. Nicht geil, nicht geil, nicht geil. Warum rennt einer lang? Mitten im Flur ist auf einmal so ein Typ. Was will der denn? Oh, sind hier viele Leute, Alter. Wenn der Konvent angreift, halten wir niemals. Wie soll ich denn die alle ausschalten?
Oh, dann schreit er noch so laut dabei. Ja. Alter, dass die mich nicht hören. Was ist denn los mit denen? Sind die total taub oder was ist mit denen? Ja, da brauchst du echt Eier, Alter, für das, was ich hier gerade mache. So, kann ich den irgendwie rüberholen? Natürlich kann ich den rüberholen. Und zack, erdolcht. Alter Schwede, da musst du echt Eier für haben. Für diese Aktion, die wir hier gerade bringen, ne? Wenn du hier einfach so eine Festung reinstürmst und dich hier mal so Larifari durchmetzelt, als wärst du gar nichts gewesen. Oh. So, jetzt der nächste Raum. Mal genau auskundschaften, wie die da stehen. Okay, da kann ich von der anderen Seite vielleicht besser ran. Ich muss einfach... Bei der letzten Musterung waren es wieder 5 weniger. Bald muss der Konvent keine Kugel mehr abfeuern. So. Der letzte pennt da irgendwie in der Ecke. Der schläft wohl, so wie es aussieht. So, dann wollen wir mal schauen. Robespierre ist dort hinter. Das ist unser Missionsziel. Vielleicht können wir das Schloss knacken. Verflucht! Ich ließ Germain schon vor Stunden rufen. Merkt! Germain warnte mich vor euch. Ihr seid einer von denen, oder? Ein Assassine. Nun nicht mehr. Wo ist Germain? Elise. Wir haben nicht viel Zeit. Wo ist Germain? Ich werde nie reden. Dann schreib. Aua. Ich glaube, das tut weh. Der Tempel. Ich hätte es wissen müssen. Dann genießt eure Revolutionsjustiz, Monsieur. Ergreift ihn! Oh, wir jetzt wohl dran schuld sind, dass er irgendwie... Ja, geknackte Türen keine. Ich konnte ja nicht wissen, dass ich mit dem Türchen die Mission schon abschließe. Ich wollte eigentlich noch diese Tür knacken und dachte, das wäre eine Abkürzung, aber... Nö, wir haben damit die Mission abgeschlossen. Dann halt auf diese Art und Weise. Wieso denn auch nicht, ne? So, fortfahren. Und was erwartet uns jetzt in der dunklen Welt der Assassinen? Bei denen wir ja rausgeflogen sind, ganz eleganterweise. Oh... Tja, die Mission wurde abgeschlossen. Wir können uns hier noch ein kleines Papierchen holen. Ein kleines Papierchen, das wird wahrscheinlich sich dort im ersten Stock befinden. Oder hier im Haus. Hier, denke ich mal. Könntest du bitte einfach mal durchs Fenster klettern? Das wäre super sweet von dir. Nee, durchs Fenster durch. Kennst du das? Das ist so, wenn du durchs Fenster durch... Arnaud, du sollst durchs Fenster durchklettern. Geht doch, warum nicht gleich so? Interagieren. Ein rätselhafter Kult in den Tiefen der City. Gerüchteweise soll ein seltsamer religiöser Kult, dessen Wurzel mehrere Jahrhunderte zurückreicht, ab sonderliche Rituale in den unterirdischen Kavernen, okay, abhalten. Lächerlich, natürlich ist es das. So, warte, scrollen. Bürgerelegat scheint die treibende Kraft hinter den Verurteilungen zu seines Vetter Louis Capet zu sein. Seinen weisen Einschätzungen zur Lage und dem... Was auf dem Spiel steht, halfen dabei, viele Unentschlossene zu überzeugen. Die Vendée erhebt sich gegen uns Bürger. Sie halten am Alten fest und fürchten den Fortschritt. Sie töten Patrioten und holen sich Hilfe bei Engländern. Jetzt laufen die sogar schon über die Franzosen. Gewalt gegen... Na, ich habe natürlich nichts gegen Engländer so am Rande erwähnt. Nein, das ist nur in Bezug auf das Spiel und die Zeit und ihr wisst schon, was ich meine. Gewalt gegenüber den Landsleuten dauert... was? Gewalt... Gegenüber Landsleuten dauert mich zwar, okay, doch sie werden eine bittere Niederlage erleiden. Dauert mich zwar, was ist da für ein Satz? Also manchmal sind hier Sätze drin, da denkt man sich auch, welcher Idiot übersetzt denn hier manchmal die ganzen Geschichten. Ich glaube, da sitzt einer einfach mit Google Translate und haut diese Dinger da raus und wir sitzen dann hier in Deutschland und denken uns manchmal so, Junge, Jungs, oh. Oh, ich hab dich getötet und du möchtest gleich aussterben. Das können wir natürlich einrichten. Benems! Hoppala, falsche Waffe. Und in die Fresse. Ich glaube, das tut weh. Ja, sehr wohl tut das weh. Und von dir möchte ich gerne meine Phantomklinge wieder haben, die ich gerade versehentlich verbraten habe. Das wollte ich gar nicht. So eine Scheiße. Schieß ihm versehentlich einfach die Phantomklinge in die Fresse. Das war natürlich überhaupt nicht geplant. Aber, naja, passiert.
so ein bisschen plündern. Sorry, dass es ein wenig ruckelt. Ich habe mittlerweile auch rausgefunden, woran es liegt. Es liegt an meiner Aufnahmeplatte, denn die hat so einen kleinen Fehler. Sie ist nämlich kaputt. Es ist ein technisches Weltwunder, dass sie noch funktioniert, weil dank dieser Aufnahmeplatte dauert es 10 Minuten, dass mein Rechner hochfährt, denn sie macht mal so ein hübsches Geräusch, dann macht mal so klack, klack, klack. Einige von euch fassen sich an den Kopf und sagen, oh Junge, tausch sie doch aus. Ja, ich weiß, dass sie schwer beschädigt ist, man sie wechseln sollte, aber mir fehlt momentan auch das Geld, eine Festplatte zu kaufen. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie mir ja gerne finanzieren, aber ich kann es mir momentan einfach nicht leisten. Und ich glaube auch nicht, dass ihr sie mir finanzieren wollen würdet, weil das wäre viel zu viel verlangt. Das kann man auch nicht erwarten von einer Community, dass sie hier für die Kosten aufkommt, die ihre Let's Play hier haben. Also ich finde, wenn man sowas schon hier vom freien Stück macht wie ich, dann sollte man auch selbst dafür dem Mann stehen und sowas bezahlen können. Nur zu sagen, ist das Geld etwas knapp, von daher muss man noch ein bisschen mit so leichten Rucklern nehmen, bis ich mir eine neue Festplatte kaufen kann. Und dann läuft das Ganze wieder genauso geschmiert wie vorher, denn ohne Aufnahme läuft es flüssig, mit nicht. CPU ist nicht ausgelastet. Aber die Platte hat einen Dachschaden weg. Von daher eindeutig die Festplatte. So, Steinbau kann ich es akzeptieren? Nee. Haben wir noch eine andere Mission? Nee. Das wollen wir natürlich nicht überschreiben. Dann wollen wir mal schauen. Wir haben hier so viel Scheiße offen. Dann wollen wir mal schauen. Gibt es hier eine Nebenmission in der Nähe irgendwo? Irgendwo? Wo ist denn die nächste Hauptmission eigentlich? Huch. Auf einmal schießt die Karte so quer rüber. Wo ist denn die nächste Hauptmission? Da oben. Das sind auch zwei Nebenmissionen, die ich lieber erstmal machen möchte. Ich würde sagen, zu dem begeben wir uns doch zuerst. Und zwar via Schnellreise. Das geht doch wesentlich flotter. Und dann sage ich mal, bis gleich. Ja Leute, egal wo ich mit unserer lieben Elise hingehe, ein Berg von Leichen ziert unseren Weg. So kann das doch nicht weitergehen. Ein Assassine, der einen Berg von Leichen hinterlässt, ist kein Assassine. Aber naja, darüber zerbrechen wir uns beim nächsten Mal in den Kopf in einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Unity. Ich hoffe, meine Folge hat euch gefallen. Wenn ja, liked das Video, teilt es, vielleicht abonniert ihr auch meinen Channel, wenn euch meine anderen Projekte gefallen. Denn ich würde mich sehr darüber freuen. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal mit eurem Twin Force. Meine vorherigen Folgen könnt ihr jetzt hier auf der linken Seite sehen und meine nächste Folge bzw. meine Playlist auf der rechten Seite. Schaut einfach rein, lasst euch von mir begeistern. Bis zum nächsten Mal.